So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Es ist ja nach 18 Uhr oder 19 Uhr, wo ich das letzte Video gedreht habe, doch noch einiges passiert. In Amerika gab es ein kräftiges Reversal und auch am Ölmarkt war dann einiges los. Doch kommen wir zunächst zu Silber. Konnte hier gestern die 19 US-Dollar Marke verteidigen. Dann in der Nacht gab es hier einen Peak, sogar wieder bis 1940. Der wurde aber jetzt hier allerdings abverkauft. Trotzdem bleibt es hier erstmal so wichtig, dass Silber nicht unter 1860 eben fällt. Und hier kann sich das hier schön nach oben auffächern. Aber definitiv ist eben hier dieses Tief in meinen Augen sehr wichtig. Gold, da hat sich jetzt nicht so viel getan. Bleibt hier im Tageschart unter dem Rainbow-Indikator und ja, ist hier auch heute dann abgeprallt. Zum Öl. Hier gab es eben gestern das neue Chartbild und ab einem Schlusskurs über hier diesem Level war WTI Long und in dem Video gestern war ja hier, stand knapp über 46 oder ja nicht ganz 46, stand ja über 45, 80 sowas rum hier und der Pfeil war dann Richtung Abwärtstrendlinie. Hier kann man sagen, das Kursziel ist erreicht worden. Im Prinzip fehlen hier noch rund ja, 20 Cent, 30 Cent hätten hier gefehlt. Aber nichtsdestotrotz ist hier dann dieses Szenario komplett aufgegangen. Genauso wie bei Brent. Stundenschlusskurs darüber hat hier das aktiviert. Wie man hier zuerst sah, war hier ein fettes Widerstandsband, eben aber wenn das auf Schlusskursbasis geknackt worden wird, war hier eben dieses Alternative, beziehungsweise waren eben beide Pfeile gleich wahrscheinlich. Und auch hier wurde dann eine Abwärtstrendlinie sogar gebrochen und die nächste liegt dann hier weiter oben noch. Kleine Rücksätze sind meiner Meinung nach auch noch Käufe, um dann hier bis eben zur 50 US-Dollar Marke, dass es da hochgehandelt wird. Zum Pfund gegen US-Dollar passiert hier nichts. Hier war ich eben auch verhalten bullisch. Zum US-Dollar gegen Yen, da würde ja auch im Prinzip hier schon das Kursziel heute eigentlich erreicht oder so gut wie. Die Abwärtstrendlinie hält. Hier ist der EMA 200 im 4-Stunden-Chart wurde angelaufen. Wie man eben hier sieht, ist das jetzt hier eigentlich eher eine Umkehrkerze. Kleinere Rückläufe und dann vielleicht direkt hier die Abwärtstrendlinie zu erreichen. Das war es im Forex-Markt. Noch ganz kurz zum Euro-US-Dollar. Da ist leider nicht viel passiert. Ist leicht im Plus sozusagen. Hat hier den EMA 200 im 4-Stunden-Chart auch wieder hier verteidigt. Allerdings ja, etwas wirr. So wirklich gefällt mir das jetzt hier nicht. Hier liegt erst ein handfestes Kaufsignal eben über dieser Abwärtstrendlinie eigentlich vor. So, dann kommen wir zum DAX. Der hat eben gestern zunächst, wenn ich jetzt hier dieses blaue Szenario war so eingezeichnet und gestern ja auch noch geschrieben, dass hier, wenn aber die US-Schwäche halt anhält, hier ein Gap Close möglich ist. Und wie man eben sieht, genau nach 17 Uhr, 18 Uhr, ging eben die US-Märkte durch die Decke und da ist ganz klar, dass der DAX da dann heute das mitmacht. Allerdings war hier eben genau dieser Move bis hier oben exakt
so eingetreten, dann wieder hier zurück, aber hier eben dann Richtung dem Crown-Szenario im Future, beziehungsweise eben hier der Indikation, wo eben den Future ja abbildet, da geht eben erst ab 8 Uhr eben mit der Indikation los, wie eben beim Future auch. Und nicht, das ist keine Übernacht-Indikation, gibt es hier eben jetzt ein Gap, wird vermutlich ja auf 4 oder auch auf Stundenbasis natürlich dieses Level hier überschreiten und somit sollte Rückläufe eben jetzt auch Kaufkurse sein Richtung dem oberen Gap Close. Was halt aber nicht auszuschließen ist, dass eben diese Aufwärtsbewegung hier jetzt fertig ist, dass dann es sogar ja wieder weiter korrigiert. Allerdings wäre jetzt hier für mich kein, ja, wie gesagt, das Setup beziehungsweise hier das Szenario war ja gestern nur bis hier unten eingezeichnet. Neues, richtiges, ja, Verkaufssignal würde meiner Meinung nach erst hier unten dann lauern. Sondern hier muss man eher auf steigende Kurse setzen, beziehungsweise eben die Rückläufe. Dann kommen wir eben kurz noch, wie versprochen, zur SAP-Aktie. Ich fand es eben hier schon ja, im August sehr frappierend, dass es hier fast die gleiche Bewegung gemacht hat. Wenn man das jetzt hier eben nochmal wirklich im Detail vergleicht, ich versuche das mal hier größer aufzumachen. Also dieses Hoch ist im Prinzip dieses Hoch, dieses kleinere erfolgt hier, dann folgt hier eine dreiwellige Aufwärtsbewegung. Das wäre jetzt genau hier dieses Teil. Und jetzt zum Schluss sind wir eben jetzt genau hier angekommen. Also in dem Fall war es hier eben eine kleinere Aufwärtswelle. Dieses Muster ist eben anders als jetzt diese Bewegung, wo womöglich noch ein Hoch fehlt und es dann zu einer Korrekturphase kommt bei SAP. Und der Startpunkt war eben ausgehend von hier. Und dieses ganze Gebilde kann mit einem neuen Hoch dann hier abgeschlossen sein. Wo dann genau die Kursziele sind, ich warte jetzt hier noch das Hoch ab. Dann werde ich hier womöglich einen Short eröffnen, der dann eng abgesichert werden kann. Bislang war das hier nur so ein graues Gebilde, wo kein exakter Stopp angegeben war, weil hier noch womöglich halt nichts direkt fertig war. Aber das finde ich wirklich sehr schön bzw. sehr ähnlich und man kann das direkt dann auch einen starken Wert in meinen Augen mit einem engen Stopp dann versuchen zu shorten. Aber wie gesagt, das ist jetzt hier wirklich auch sehr spekulativ und man muss eben noch den DAX dann abwarten, was er nach dem Hoch bzw. was er hier nach dem Gap Close, also wenn er jetzt hier die 10.624 Punkte erreichen sollte, was eben dann der DAX daraus macht und genauso die US-Märkte. Aber da bin ich dann Gewehr bei Fuß, dass ich jetzt hier bei SAP einen Short dann absetze. Danke fürs Zuhören, bis später.